know, my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always friends. Ja, Monete, GlitchTV hat einen neuen Glitch für euch und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Glitch in GTA 5 Online im Patch 1.41. Doch bevor wir mit diesem Glitch anfangen, muss ich euch noch was sagen, denn ich habe von gestern zu heute einen 7 Sins Post gemacht, in dem dieser Glitch schon erklärt worden ist, und bei diesem Glitch braucht man einen Job und ich habe natürlich auch einen eigenen Job erstellt. Das war nicht so schlau von mir, denn dieser Job wurde nach wenigen Stunden von Rockstar Games gelöscht und ich habe mir dabei nichts Böses gedacht, bin wieder in GTA Online gegangen, in den Editor und habe nochmal so einen Job erstellt und habe daraufhin den Link geupdatet. Nachdem sie diesen Thread nochmal gelesen haben, haben sie mir auch den Job wieder gelöscht und beim Löschen dieses Jobs haben sie mir alle meine Jobs rausgenommen. Das heißt, ich kann auf GlitchTV Pro keine Jobs mehr erstellen und auch keine mehr hinzufügen. Daraufhin ist auch noch mein AFK, RP und MoneyGlitch Job verschwunden und das finde ich wirklich sehr schade. Dann bin ich einfach auf meinen Account Jodeln gegangen, der ein oder andere kennt den schon, und ich habe auf Jodeln einen Job erstellt, den haben 30.000 Leute gespielt und ich war natürlich so dumm und habe auf Jodeln einen Job erstellt und den dann in den Post reingehauen. Rockstar Games hat daraufhin den Job wieder rausgenommen und beim Rausnehmen des Jobs haben sie mir alle meine Jobs auf Jodeln gelöscht und auf Jodeln kann ich jetzt auch keine Rennen mehr erstellen, geschweige denn Jobs, und ich kann auch keine mehr hinzufügen. Daraufhin bin ich auf einen anderen Account von mir gegangen und habe da jetzt einen Job erstellt, damit ich was fürs Video habe, und ich werde diesen Link auch nirgendwo posten, das heißt, ihr kriegt den nur in der Videobeschreibung, damit Rockstar Games keinen Zugriff auf diesen Job hat. Jetzt haben wir genug rumgelabert, fangen wir auf jeden Fall mit dem Glitch an. Heute zeige ich euch, wie ihr unendlich Raketenwerfermunition bekommen könnt, und das ist wirklich mega einfach und funktioniert im neuesten Patch 1.41. Als allererstes müsst ihr auf jeden Fall den unten verlinkten Job zu eurem Online-Profil hinzufügen. Ich gebe euch auf jeden Fall einen Tipp, lasst diesen Job einen Kumpel von euch hosten, damit das auf jeden Fall 100%ig funktioniert. Ihr müsst auf jeden Fall den Typ auf Team Deathmatch einstellen und die Waffen müsst ihr auf Feste plus aufnehmbar einstellen, das ist ganz wichtig. Dann muss euer Kollege einfach bloß noch den Job starten und wer hat dann den Job gestartet, dann geht ihr einfach unten auf Bereit. Sobald der Job dann startet, dann müsst ihr einfach euer Waffenrad öffnen und dann tut ihr einfach eure Waffe auf den Boden fallen lassen. Das heißt, ihr lasst einfach eure Pistole jetzt auf den Boden fallen. Das ist ganz wichtig. Jetzt lauft ihr einfach zu einem Raketenwerfer hin und seid ihr dann in einen Raketenwerfer reingelaufen, dann öffnet ihr einfach erneut euer Waffenrad und jetzt müsst ihr einfach bloß noch die Munition droppen lassen, bis bei eurem Raketenwerfer 0 da steht. Beim RPG kann da auch 1 da stehen, das ist irrelevant, aber beim Lenkraketenwerfer müssen wirklich 0 da stehen. Sobald dann die Zeit abgelaufen ist und ihr euer Geld und euer RP bekommen habt, dann müsst ihr einfach bloß noch diesen Job bewerten. Das heißt, ihr lasst einfach bei diesem Job ein Like da. Habt ihr dann bei diesem Job ein Like da gelassen, dann müssen alle Spieler, die in diesem Job mitgespielt haben, einfach nur noch unten links auf Wiederholung klicken. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Habt ihr dann alle unten auf Wiederholung geklickt, dann solltet ihr auch jetzt schon wieder in das Jobmenü reingezogen werden und im Jobmenü angekommen, dann müsst ihr einfach bloß noch diesen Job verlassen. Und wenn ihr dann im Online-Modus gespawnt seid und ihr euer Waffenrad öffnet und dann auf den Lenkraketenwerfer geht, dann seht ihr schon, dass ihr jetzt gar keine Zahlchen habt. Das heißt, ihr habt jetzt unendlich Lenkraketenwerferschüsse. Je nach Account kann es sein, dass wenn ihr jetzt die Sitzung wechselt, ihr diesen Raketenwerfer immer noch habt oder dass, wenn ihr die Sitzung wechselt, einfach euer Raketenwerfer verschwindet. Bei mir ist es so, bei meinem GlitchTV Pro Account ist es so, sobald ich die Sitzung wechsle, ist das leider wieder weg. Aber ich habe einen Kollegen, der hat das, obwohl er seine Anwendung geschlossen hat und er kann auch so oft die Sitzung wechseln und er hat das einfach immer noch. Also es liegt einfach am Account, es kann sein, dass es für immer bei euch bleibt, es kann sein, dass es nicht für immer bei euch bleibt. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, wenn das für immer bei euch bleibt, dann kauft euch bei dieser Waffe
keine Munition mehr und sammelt keine Munition mehr ein. Denn sobald er Munition einsammelt, verschwindet das natürlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall wirklich sehr freuen, wenn ihr bei diesem Video ein Like da lassen könntet. Und es würde mich auf jeden Fall wirklich freuen, dass wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet und die Glocke aktivieren könntet. Es würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein und ciao.